Was? Zwei Fahrer gewählt? Das kann doch nicht richtig sein. Stimmt, das ist nicht richtig, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Warum eigentlich zwei Fahrer ausgewählt? Wir haben einen neuen in unserem Fahrerfeld. Herzlich willkommen, Lukas, du bist jetzt auch dabei. Du hast dich ja gemeldet und du hast den Platz für Juan Pablo Montoya genommen. Gut, dann sind wir jetzt mehr. Wie viel sind wir jetzt eigentlich? Zu siebt, oder? Also ihr sechs und ich dann einer. Drei, vier, fünf, sechs und dann noch David sieben. Genau, also zu siebt sind wir mittlerweile unterwegs. Wer noch mit hier rein möchte, der weiß ja, in der Videobeschreibung findet sich ein Link wieder. Allerdings, ich nehme gerade so, ja, das Spiel F1 2015 kommt in etwas mehr als zwei Wochen heraus. Also müsst ihr euch da so langsam beeilen. Bestenfalls habt ihr euch in den letzten Videos bereit erklärt, denn ja, ich nehme so ungefähr eine bis anderthalb Wochen im Voraus auf. Und jetzt werde ich erstmal Montoya abwählen. Wir werden weiterhin im Jordan fahren und das eben in Monte Carlo. Monaco steht auf dem Programm, aber mit mehr als nur drei, vier Runden. Eben ein Rennen ohne Wertung und das gehen wir jetzt an. Hoffentlich komme ich da ganz gut durch. Schauen wir einfach mal. So, Richard, dann der J-Gamer Front Soldier auf Platz 3 und Lukas auf Platz 6 und, zing ich mit der Maus gerade, David, 16. Okay, ich wollte schon 15 sagen, aber nö. Und Dennis auf Platz 19 und wie wieder von Platz 22 aus. Eigentlich kontraproduktiv, dass ich hier in Monaco kein Qualifying mache. Stimmt eigentlich, aber naja, vielleicht schaffen wir das nochmal hier zu landen. Es ist ja gar nicht mehr so viel Zeit bis F1 2015, aber gut. Da gehen die Ampeln auch gleich an. Ich werde jetzt mal nicht in der Cockpit-Ansicht fahren. Vom allerletzten Platz aus und diesmal ohne Motorschaden und ohne Kollision in der Schwimmbadschikane. Na, Start! Dann wollen wir mal sehen, wie wir hier durchkommen. Okay, ich nehme es als Anlass. Ich werde hier rausgehen und werde doch das Qualifying fahren. Okay. Warte mal, da hat sich der eine oder andere jetzt gefreut, war gespannt beim Start und dann das. Ach, das passiert mir hier so schnell und so oft hier bei Grand Prix 4. Die KI bremst hier komischerweise doch ziemlich früh und das überrascht mich. Und dann, ja, Grand Prix 4, da geht die Nase schneller flöten als bei Codemasters und wir stehen schräg in der Boxengasse, weil sie eben sehr, sehr eng ist. Ich würde sagen, wir tanken eine Runde mehr und fahren direkt raus. So. Wird gern die Kamera schon wechseln, aber das geht erst, wenn er uns aufgebockt hat. Oder wenn der Motor an ist? Ne, wenn er uns aufbockt. Ich drücke schon fleißig die Taste, aber es geht noch nicht. Jetzt müsste es gehen. Na dann mal los. Fertig. Ja, wir stehen jetzt hier links von der Boxengassenanlage. Links von uns ist auch gleich direkt in dieser Leitplanke die Strecke. Mittlerweile befindet sich ja die Boxengasse rechts von der Seite, wo wir gerade eben waren. Also sie an sich noch die gleiche Boxengassenanlage. Von der Position her bloß, wir sind auf der anderen Seite hier. Ob das hier was wird, ich bin ja mal gespannt. Fahren wir erstmal gleich am Casino vorbei. Ja, oh, oh, oh. Randsteine gibt es ja auch noch. Und hier unten die Löwskurve oder auch Fairmont Hotel Kurve. Einfach die langsamste Stelle der Formel 1. Und hinten kommt jemand an. Ich höre es doch schon. Da jaulen ein paar Motoren. So, das war natürlich noch nicht richtig schnell, aber das werden wir hoffentlich in der nächsten Runde angehen können. Wo bremse ich hier an? Kurz nachdem es bergab geht. Oh, die Randschnitze sind mitgenommen. Das darf da nicht passieren, ansonsten landen wir da an der Leitplanke. Wieder angeeckt. Ganz leicht. Okay. Dann schnell rückwärts, aber hinten ist ja eine Leitplanke. Stimmt, hier ist ja gar keine Auslaufzone mehr. Das ist ja jetzt blöd. Es kommt gerade niemand, dann drehe ich mich mal. Aber so viel Platz ist dann doch noch, dass ich mich hier drehen kann, ohne mir was kaputt zu schlagen und auch noch wieder in die richtige Fahrtrichtung zu bringen. Das sah geil aus, Leute. War natürlich eine scheiß Position für einen Dreher, aber das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich bin es ja so gar nicht mehr gewöhnt beim Fahren.
mich so zu drehen. Aber okay, dann darf ich nicht mit Vollgas durchgehen. Jetzt bin ich hier zu früh in die Eisen gegangen. Aber vielleicht, wir haben ja extra 5 Tankrunden mitgenommen. Fahren wir noch eine weitere Runde. Das werde ich einfach spontan entscheiden. Na, zu weit raus. Mehr bremsen. Ganz ständig zu sehr mitnehmen ist auch nicht gut. Und da werden wir schon leicht angeschoben. Also er hat uns nicht angeschoben, aber er würde gerne, weil er vorbei möchte. So, jetzt hier rum mit ungefähr 50 Sachen. Genau, wieder raus. Oh, etwas zu weit außen. Und gleich wieder in den Tunnel rein. Aber wir werden auf jeden Fall ordentlich gejagt. Kann man natürlich nicht abstreiten. Deswegen würde ich sagen, wird das wieder so um Platz 20 enden. So, der Wagen ist schon wieder ausgebrochen. Oh Mann. Jetzt überholt er oder was? Ne, er steckt zurück. Ein Glück, aber auch so. Jetzt nicht mehr Vollgas. Und hier unsere Bremsspur noch. Super. Okay. Ja, gut. Habe ich mich vielleicht zu sehr auf unsere Abdrücke da konzentriert? Oh Gott, ist jetzt... Was mache ich denn? Oh Mann, ey. Ich depp aber auch. Ich hätte mir jetzt noch gesagt, ja, fährst du einfach so zurück in die Box, aber so wird das natürlich nichts. Okay, aber ich möchte dann doch, ich wollte ja erst das Rennen angehen, dann habe ich gemerkt, oh, ich bin wogegen gefahren. Dann möchte ich eben doch das Qualifying angehen, jetzt bin ich hier kaputt und kann nicht mehr in die Box, weil ich natürlich nicht lenken kann und das werde ich jetzt einfach mal abwarten. Ich hoffe oder ich glaube auf jeden Fall, die werden uns jetzt abschleppen und dann werden wir in der Box wieder landen und können wieder rausfahren. Also wir werden wieder repariert werden, eigentlich wollte ich jetzt reinfahren, na da kommt er zum Glück schon. Reinfahren, reparieren lassen, wieder rausfahren. Zumindest eine schnelle Runde hinlegen und auch noch eine saubere. Aber naja. Wir sind jetzt gleich wieder in der Box. Stimmt's? Stimmt's? Ja, genau. Dann 4 Runden reichen mir und wir können wieder raus. Ich wollte dieses Qualifying jetzt nicht wieder abbrechen, nur weil ich eben so besenkt da in dieser Kurve war. Okay, dann wird das wieder eine sehr spezielle Folge. Erst so schön gedreht, dann den Wagen ramponiert. Und jetzt nochmal raus. Und da vorher noch ein Rennversuch. Ein Rennstartversuch. Aber okay, es ist ja ein spezielles Projekt und ich habe auf jeden Fall Spaß damit. Und ihr, soweit ich das eben mitbekomme, auch noch. Das freut mich natürlich vor allen Dingen, da das eins meiner Lieblingsspiele ist, Grand Prix 4. Auch wenn es nicht wirklich mit Lenkrad aktuell will. Also wenn hier wirklich mal ein vollwertiges Let's Play draus werden soll, mit einer ganzen Meisterschaftssaison, dann eben mit Lenkrad. Und das sollte ich dann auf jeden Fall hinbekommen. Aber okay, F1 2015 kommt ja auch noch bald. Dann haben wir wieder eine Beschäftigung. Mal schauen, wie gut das wird, ob wir da uns da nach Grand Prix 4 wiedersehen. Wir sehnen uns nach Grand Prix 4 nicht wiedersehen im Sinne von, ja, man begegnet sich wieder. Obwohl, kann man ja auch so sehen. Ich oder wir sehen das Spiel wieder. Naja, schauen wir einfach mal, wie F1 2015 wird. Ich bin ja schon gespannt. Ich bin echt mal gespannt, was Codemasters da abliefern wird. So, aber jetzt gleich mal wieder Konzentration und weniger Gebrabbel meinerseits, denn ich möchte hier eine Runde ordentlich erwischen. Ja, der Wagen hebt hier schon ganz gut aus. So, Vollgas ist hier nicht. Nee, leider nicht. Zumindest nicht mit diesem Setup. Und hier auch noch deutlich langsamer fahren. Hier haben wir eben keine Auslaufzone. Keinen Poller, den wir mitnehmen können. Deswegen steht da bloß die Leitplanke und dann ist eben aus die Maus. Und raus. Ohne DRS. Das sollte dann auch klappen. Zum Glück kein DRS hier. Bringt ja sowieso in Monaco recht wenig. Gut, erste Kurve, Saint-Devote haben wir schon mal überstanden. Das ist schon mal immerhin ein Anfang. Na, nicht so schnell. Gerade noch so die Kurve bekommen. Oh, eine halbe Sekunde ist gar nicht so viel auf Richard, aber das habe ich mir ja schon mal gedacht beim letzten Qualifying. Ja, auf dem Nürburgring war das genau. Und dann war es am Ende doch ganz schön deutlich. Aber ich glaube, der Sektor hier wird jetzt mal deutlich langsamer. Zumindest vom Gefühl her. Aber ich möchte auf jeden Fall das Qualifying angehen. Ich finde es ja ganz interessant und irgendwie habe ich das auch damals mit Tastatur ganz gut hinbekommen. Aber jetzt eben vielleicht im Let's Play ist wieder eine andere Geschichte. Oh, 1,7.
Na. Oh, ich lerne aber auch nicht raus. Mann, ich will da aber auch so schnell wie möglich lang. Von daher kommt das so zustande. Ach Mann, was für eine Folge der Enttäuschung meinerseits. Ich werde das Qualifying abbrechen. Gut, dann starten wir eben doch vom letzten Startplatz aus. Hätte ich ja gleich so nach dem ersten Rennversuch machen können. Aber naja, also Richard auf Platz 1, Front Soldier, dann der J-Gamer. Haben wir also den J-Gamer um seinen zweiten Platz gebracht. Ralf Schumacher, Lukas auf Platz 6. Und dann etwas weiter hinten dann wieder diesmal Dennis vor David auf Platz 16, 17. Und wir natürlich wieder vom letzten Platz aus. Aber gut, ich habe es auf jeden Fall versucht und wir haben einen ordentlichen Dreher gesehen. Das war es mir auf jeden Fall wert im Nachhinein. Das kann ich euch sagen. Okay, jetzt aber. Wie viele Runden? 12 Rundenrennen steht da oben auf dem Display. Na, ob das mal gut geht. Einfach mal konzentrieren. Einfach mal schaffen. Mit zusammengekniffenen Augen schaue ich da oben auf die Startampel. Da teile ich mich noch etwas zurück, denn was bringt es, hier schon zu weit vorzubrechen, wenn hier Stau ist? Na, jetzt ist die Startkontrolle wieder drin. Hat er sich wieder eingeschaltet? Dieser Lump von Startkontrolle. Falls wir uns drehen, möchte ich die nicht haben. Dann muss es ja schnell gehen. Also zwei Plätze sind wir nach vorne gekommen, dann können wir uns ja immerhin mit David und vielleicht auch mit Dennis duellieren. Aber dazu muss ich hier auf jeden Fall sauber durchkommen. Ey, hier ist eine Bodenwelle, Leute. Ihr fahrt hier stur geradeaus. Also klar, die merkt man hier im Spiel nicht so. Aber in echt ist da eine ordentliche Bodenwelle. Jetzt hätte ich eigentlich an meiner Lieblingsstelle angreifen können, aber habe ich einfach mal sein gelassen. Weiß gar nicht warum. Aber jetzt erstmal ein wenig fangen und nicht zu schnell fahren. Ho, 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 ho. Da kommt ein Post-Acer von hinten an. Naja, wir dürfen wieder aufholen. Das sollten wir aber jetzt recht schnell schaffen bei den engen Kurven, wo das Feld noch so nah beieinander ist. Oh, 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 das Heck bricht schon wieder aus. Ich nehme da einfach zu sehr die Randsteine mit. So, hier deutlich langsamer. Das sollte ich mir jetzt beim dritten Mal da anecken auf die Fahne schreiben. Oh, gerade so rumgekommen. Ich habe schon gedacht, na, sollst du da mal kurz auf die Bremse gehen, aber ich habe es einfach mal sein gelassen. Jetzt gleich wieder am Casino vorbei und noch kommen wir nicht wirklich an den Minardi heran, aber ich versuche gerade so einen Rhythmus zu finden hier mit Tastatur und leicht angeschlagen. Und überholen ist ja hier sowieso schwierig. Mal schauen, was das hier werden wird. So, hier schlüpfe ich mal nicht rein. Ich glaube, das geht hier gar nicht im Spiel so gut. Aber am Ende verhaken wir uns, dann hebeln wir uns einander aus und dann fliegt der ein oder andere eben in Teil. Rad, Frontflügel, sowas eben. Das möchte ich ja hier im Spiel vermeiden, weil bei Codemasters kann man sich ja anlehnen, wie man will. Rad an Radkontakt, das stört ja keinen. Aber hier ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Oh, 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 nicht zu schnell. Hab nicht berührt. Ich habe ihn nicht berührt. Ich könnte schneller fahren, aber ich bin nicht so schnell, als dass ich hier überholen könnte. Aber vielleicht reicht es ja doch irgendwann mal. Oder ich wäre übermütig. Und was? Warum hat er jetzt nicht gelenkt? War das wie diese komische angesprochene Lenkunterstützung, die wir ja schon in Sepang hatten? Da habe ich das ja mal angedeutet. Kann natürlich sein. Das ist zumindest das Problem, was das Spiel hat, wenn man eben nicht mit Lenkrad fährt. Dass gewissermaßen eine Lenkhilfe oder Lenkunterstützung irgendwie noch im Hintergrund schlummert. Und in Ungarn war es ja auch so der Fall. Da habe ich ja gelenkt, aber der Wagen ist einfach geradeaus gefahren. Genau, das war's ja. Na, wieder leicht angeschlagen, aber nicht weiter schlimm. Dann kann ich hier auch gut mal mit blockierenden Rädern reingehen. Hauptsache, wir kommen wieder ran. Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft und wir haben bald die dritte Runde und noch alle Teile beisammen. Na, ich soll's mal nicht wieder verschreien.
Na, hier kann ich sogar noch ein Stück später bremsen, weil am Ende dieser Geraden habe ich mal kurz gelupft mit der Bremse. So, ja, komische Spuren da, aber ich tippel ja immer so die Bremse an. Und weniger als Vollgas geht nicht. Vollbremse meine ich. Weniger als Vollgas geht natürlich auch nicht. Ah, wir sind wieder an den Minardi rangekommen und der Eros da vorne, vielleicht eben David, ist auch gar nicht so weit weg. Aber lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Ich habe ja schon oft irgendwas versprochen, das ging gerade noch gut, dass ich vielleicht doch den da vorne einbekommen möchte. Klar, das ist immer mein Wunsch, aber ob es dann eben so kommt, tja, wieder mal eine andere Frage. Jetzt hat er wieder so komisch runtergeschalten, diese Automatikschaltung. So, ist vielleicht im Tunnel eine Möglichkeit zum Überholen da, aber das hier, dafür sind wir noch zu weit weg. Na, jetzt wieder der. Ich habe voll eingelenkt, aber der fährt einfach geradeaus. Was ist denn da los? Das ist ärgerlich. Warum sollte ich da auch geradeaus fahren? Ja, so in etwa kann ich da anbremsen, aber nicht so sehr den Randstein mitnehmen. Na, tippel, tippel. Ah, gerade noch so rumgekommen. So, hier langsamer. Ah, das wird eine schwierige Geburt werden da vorne, der Minardi. Ich hab's ja schon mal angesprochen, im Rennen von Imola. Enrique Bernoldi hat ja damals David Coulthard 40, 50 Runden lang hinter sich aufgehalten. Er kam einfach nicht vorbei. Und ein Eros im Vergleich zum McLaren Mercedes sollte ja auch natürlich deutlich unterlegen sein, aber hier kommt man eben schwer vorbei. Aber nicht die Hoffnung verlieren und immer dranbleiben. Vielleicht gibt sich ja irgendwann mal eine kleine Lücke. So, wenn ich hier schnell reinfahre und tippel, dann fährt er, glaube ich, nicht geradeaus. Aber es gibt ja unter euch, meinen lieben Zuschauern, ja einige Monaco-Fans. Ich bin's ja an sich soweit auch. Mir hat die Strecke immer sehr viel Spaß gemacht. Bis eben einschließlich F1 2013 und danach komme ich irgendwie etwas schwieriger hier zurecht. Zumindest tue ich mich ganz schön schwierig. Es ist deutlich anstrengender oder... Upsa, jetzt hat er wieder nicht gelenkt. Was denn los? Auf jeden Fall hier ordentlich durchzukommen, liegt vielleicht eben mit dem neuen Antriebsstrang. Ansonsten bin ich ja auch immer gerne viele Runden gefahren, das auch unfallfrei. Aber bei F1 2015 eben vielleicht auch mit dem Kommentieren war das dann doch mal eine andere Sache. Da fühle ich mich nicht so wirklich wohl in Monaco, ansonsten kann ich mich natürlich nicht beklagen mit dem, was wir schon so alles erlebt haben. Jetzt haben wir wieder etwas mehr reißen lassen müssen, eben weil der Wagen nicht wirklich komplett eingelenkt hat. Wer eben auch Grand Prix 4 spielt oder beziehungsweise eben gespielt hat, der kennt vielleicht dieses Problem, wenn man eben nicht mit Lenkrad fährt, dass der dann irgendwie manchmal nicht so wirklich einlenken soll, wie er eigentlich, nicht so wirklich einlenken will, wie er soll. Also an dieser Kurve ist diese vakante Stelle zwecks geradeausfahren. Und dann eben auch an meiner speziellen Kurve, da wo wir schon dreimal was verloren haben. Oh, hier bin ich mal kurz hängen geblieben an der Leitplanke. Ja, zu schnell. Aber ich glaube, wir sind ein klein wenig näher rangekommen. Der Eros, der haut uns davon ab, ganz klar. Aber wir kommen ja nicht mal am Minardi vorbei. Daran sollte ich also an den Eros gar nicht mal denken. Aber im Vergleich zum Start sind wir immerhin zwei Plätze nach vorne gekommen. Na, hier bremst er deutlich später. Da können wir auf jeden Fall ein paar Meter gut machen. Aber jetzt im Windschatten hinterherfahren ist auch doof.
Kostet natürlich wieder Abtrieb. Jetzt sind wir gerade so richtig schön nah dran. Na, ich probiere es mal hier unten. Ah, oh, der macht zu. Und das auch richtig fair und natürlich auch hart. Ah, freut mich. Freut mich, dass es uns hier nicht so einfach gemacht wird. Wer weiß, wie da die KI von Codemasters agiert hätte. So, hier bin ich jetzt leider zu weit weg und ich bin leicht angeschlagen links. Na, Windschatten ist, glaube ich, zu weit weg, oder? Er geht auf Verteidigungsposition und ich darf hier nicht hinten reinrasseln. Ja, das kostet jetzt wieder Zeit ihm gegenüber. Aber so langsam pirschen wir uns an das Getriebe heran. Wir können schon ein paar Nadelstiche setzen. Oh, jetzt lenkt er wieder nicht. Was denn los? Mann, Spiel, ärger mich nicht. Frechheit. Ah, ah, oh, oh. Knapp. So, jetzt sind wir hier leider wieder zu weit weg, aber vielleicht beim Bergauffahren oder eben wieder kurz nach dem Casino? Mal schauen. Also hier wird es auf jeden Fall nichts. Zu weit weg, ganz klar. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder näher ran. Ah, Leitplanken. Hohoho. Ich bin über den Abweiser geholpert. Na super. Aber ihr seht es schon, wie schnell das eben gehen kann. Jetzt noch ein Rennen starten. In dieser Folge. Puh. Ich würde sagen, es gehört einfach zum Rennen dazu, oder? Jetzt fahren wir hier noch weiter und blockieren den hinter uns. Super. Na, kommst vorbei. Wir halten da vorne an der Bucht. Also das gehört, wie gesagt, dazu und deswegen lasse ich mich jetzt hier gleich abschleppen. Also ich stehe hier zwar ziemlich ungünstig, vielleicht kann ich ja noch irgendwie rangieren. Ehe die anderen da kommen, die eben in Führung liegen. Aber ich würde sagen, das gehört einfach dazu. Wir haben viele Runden in Monaco erlebt, unfallfrei, bis eben hierhin. Es klappt dann eben doch nicht immer. Und jetzt sage ich mir einfach, es gehört mal dazu und ja, ein paar Runden mehr in Monaco erlebt. Oh, sieht das ja auch interessant aus, wie die da uns vorbeihuschen. Und wir sehen eben blaue Flaggen vorbeilassen und gelbe. Ganz klar, weil hier eben eine Gefahrenstelle ist. Wenn sich der Streckenposten jetzt am Auto vorbeitraut, um uns abzuschleppen, na, ganz schön mutig. Na, hier sind wir genau. Oh, wir sehen unsere Nase. Das finde ich ja so toll am Jordan. Diese Lackierung, die die da in den Jahren hatten. Hornisse, dann eben auch nochmal eine Schlange oder eben auch der Hai. Aber uns will keiner abholen. Na, warten wir nochmal ab. Also, nächste Strecke. Oh, da ist er schon. Die nächste Strecke weiß ich noch gar nicht. Vielleicht Imola oder Manicur, denke ich mir gerade. So mal als kleiner Ausblick. Da soll es dann eben vielleicht besser laufen, wenn die Leitplanken hier nicht zu eng sind. Ja, von daher war es das leider. Ich werde jetzt hier die Zeitraffer machen. Wir schauen zumindest mal, wo ihr so gelandet seid. Also Richard hat gewonnen vor Front Soldier, J-Gamer, Lukas auf Platz 5. Unser Teamkollege, also mein Teamkollege auf Platz 7. Okay. Das volle Rennen im Ergebnis. Dann Dennis auf Platz 16 und David auf Platz 17 und wir sind leider ausgeschieden. Und Alex Jong hatte eine Runde Rückstand bei nur 12 Runden. Ist ja interessant. Bei den besten Runden sind wir, glaube ich, nicht letzter. Na? Nein, sogar Platz 19. Beide Minardi hinter uns gelassen, aber nach vorne, ja, da fehlt auf jeden Fall Zeit. Gut, wir hatten eben auch noch die Behinderung eben mit dem Minardi vor uns. Fernando Alonso, nee, das war Alex Jung, oder? Wir waren ja auf Platz 20, hinter uns war... Nee, es war dann doch Alex Jung, der ist ja letzter geworden mit einer Runde Rückstand. Okay, okay. Gut, also dann würde ich sagen, das Rennen war leider mal wieder nicht so das Wahre, zumindest vom Ausgang her. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich schätze mal eben... Manicur. Ich sag mal Manicur, aber lasst euch überraschen. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.